Als Manuel Tolle mit 17 Jahren kurz davor ist, seine mittlere Reife abzuschließen, erleidet er einen Herzinfarkt. Wegen des Schicksalsschlages landet er im Rollstuhl und muss das Atmen und Laufen wieder lernen. Sondern ich musste atmen lernen. Ich war in der Reha-Klinik. Ich hatte so ein Gerät, wo ich, meine Lungen waren auch angefixt davon von der OP. Ich hatte sehr viel so Wasser drin, was ich dann erstmal wieder so rausbekommen musste. Eines Tages trifft er dann die Entscheidung, dass er sein Leben wieder selbst in die Hand nehmen möchte. Er sucht nach Möglichkeiten, um online Geld zu verdienen, und irgendwann erstellt er dann einen Blog, auf dem er Filmtrailer von YouTube einbindet. Das war der Startschuss für seine unternehmerische Laufbahn. Danach gründet er Projekte wie selbstständig.de, heimarbeit.de oder empfohlen.de. Mit seinem erfolgreichsten Projekt legt er dann 2022 einen Exit von knapp 100 Millionen Euro hin. Im Podcast erzählt Manuel von seinem unternehmerischen Werdegang, er spricht über die Bedeutung von Domainnamen und wie es zum 100 Millionen Euro Exit kam. Manuel, geil, dass du da bist. Verrückte Story. Ich kriege immer, wenn ich einen Podcast aufnehme, kriege ich so ein Briefing geschickt und mit so einem Video und so. Und ich muss sagen, das Video musste ich mir zweimal anschauen, weil ich gedacht habe, crazy, was bei dir abgeht. Was war für dich so der erste Touchpoint oder der Start deiner ganzen unternehmerischen Reise, wo du selber sagst, hey, das hat mich so geprägt, da ging es für dich los? Ja, also bei mir hat das tatsächlich, also der Ursprung von allen, ich weiß auch nicht, wie mein Leben verlaufen wäre, wenn das nicht passiert war, dass ich mit 17 Jahren einen Herzinfarkt bekommen habe. Das war, ich glaube, das ist so der Ursprung, da hat sich mein Leben nochmal komplett verändert. Das ist, glaube ich, der Ursprung von meiner unternehmerischen Energie, die ich dann entwickelt habe, weil ich gemerkt habe, das Leben ist endlich und ich muss jetzt irgendwas machen. Ich hatte damals genau den Herzinfarkt bekommen, wo ich meinen Realschulabschluss gemacht habe, und ich hatte sozusagen in den Prüfungszeiten ich bin aufgewacht im Krankenhaus, drei Bypässe bekommen, nicht nur einen Herzinfarkt, sondern die haben auch mir drei Bypässe gelegt und bin dann wach geworden, hatte extreme Schmerzen, war komplett am Arsch und hatte keinen Schulabschluss, hatte kein Geld, ich bin Hartz-IV-Haushalt aufgewachsen, war richtig krank, ich musste wieder atmen lernen, musste laufen lernen, war auch im Rollstuhl am Anfang, war in der Reha-Klinik, war einfach komplett. Also das war der Tiefpunkt meines Lebens, aber genau in diesem Tiefpunkt hatte ich dann den Entschluss gefasst, dass ich irgendwas aus meinem Leben machen möchte. Und ich wusste halt gar nicht, was ich machen will, weil ich hatte halt überhaupt gar nichts. Aber dann bin ich einfach all in gegangen. Ich habe gesagt, okay, ich mache jetzt meinen Realschulabschluss, fange ich wieder an zu machen. Meine ganzen Freunde waren schon aus der Schule raus, haben ihr Leben begonnen, und ich hatte halt gar nichts gehabt. Und dann habe ich die Schule angefangen wieder zu machen, aber nebenbei habe ich gesagt, ich muss mehr machen, ich muss jetzt irgendwie Geld verdienen. Ich wusste aber gar nicht wie, weil ich hatte überhaupt gar kein Geld, ich hatte da überhaupt gar kein, einmal im Jahr haben meine Eltern mir die Möglichkeit gegeben, dass ich Klamotten kaufen konnte, das war immer so, aber mehr ging halt auch nicht, und dann habe ich gesagt, okay, ich muss irgendwas machen, und in der Zeit hatte ich einfach so ein Gefühl, dass im Internet irgendwas geht. Das war 2008 oder irgendwie sowas. Ungefähr in dem Zeitraum muss es gewesen sein. Aber ich wusste halt, ich hatte gar keine Ahnung von Internet, wirklich null. Ich kann bis heute auch nicht programmieren. Aber ich habe gemerkt, im Internet, da geht irgendwas. Und dann habe ich gesagt, einfach, ich mache das jetzt. Ich habe kein Geld. Ich kann kein Restaurant eröffnen. Ich kann nichts finanzieren. Ich kann nichts machen. Aber ich mache jetzt einfach eine Internetseite und gucke einfach, was passiert. Und ich habe dann bei Strato eine Domain gekauft, filme24-online. So, es war so die ersten Sachen. Da hatte ich eine Domain, aber ich hatte gar keine Ahnung, was ich damit mache. So, cool, ich habe jetzt eine Internetseite, aber was mache ich jetzt damit? Und dann habe ich bei Strato noch für 10 Euro im Monat mehr irgendwie oder sowas, konnte ich so einen Homepage-Baukasten. Und dann konnte ich per Drag and Drop mir einfach eine Webseite bauen, und habe ich gedrückt und auf einmal war die online. Und ich dachte so, wow, ich habe eine Internetseite, eine Domain und Leute können darauf, aber da war halt kein Inhalt, nichts. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss irgendwie das mit Inhalt, ich muss irgendein Content da jetzt reinmachen. Content nenne ich das jetzt, damals habe ich das, gar keine Ahnung, so einfach der Website, da muss irgendwas drauf sein. Und da habe ich mir gedacht, was interessiert mich, wovon habe ich ein bisschen Ahnung? Und ich habe eine sehr große Leidenschaft für Filme und das Kino. Also ich liebe Filme, Kino, seit ich ein Kind bin. Ich habe alles geguckt, was du dir vorstellen kannst, alles. Ich bin einfach ein richtiger Freak. Was ist dein Lieblingsfilm? Der Pate 1. Und Lieblingsserie? Sopranos, also auch alles aus der Ecke, mag ich einfach. Ich mag auch Goodfellas, Casino, ich mag auch Inception, Fight Club. Es gibt sehr, sehr gute Filme. Mittlerweile muss ich sagen, Kino ist schwach geworden, aber die Filme aus den 90ern und alles, das ist so meine Ära, so, wo ich die Filme echt gerne schaue.
Und dann hatte ich halt gesagt, okay, ich mache eine Webseite, wo man Trailer schauen konnte. Und dann habe ich ja bei YouTube so Trailer eingebunden und die Leute, habe dann ganzen Foren voll gespammt. Gesagt, hier könnt ihr Trailer schauen und alles. Und dann habe ich auf einmal voll viele Besucher bekommen und ich hatte so einen kleinen Counter an der Seite, so einen Webzähler. So, ich habe Analytics und so, kannte ich alles überhaupt gar nicht. Ich hatte auch am Anfang nicht mal eine Impressum gehabt oder so. Und dann sind die Leute reingekommen und habe ich gesagt, oh krass, ich habe jetzt Besucher, jetzt muss ich damit irgendwie Geld verdienen. Was mache ich? Habe ich gegoogelt, wie kannst du mit der Internetseite Geld verdienen? Und dann war mein erster Kunde war Google AdSense, also Google tatsächlich. Kann man ja einfach sich anmelden. Und habe ich dann so Banner eingebaut und habe ich gedacht, krass, das ist jetzt eine richtige Webseite, weil da Werbung ist. Das war für mich voll so ein Meilenstein, weil für mich war eine richtige Webseite erst dann, wenn da Werbung drauf war. Und dann war ich voll stolz, habe so Banner eingebunden und habe ich wirklich im ersten Monat so 400 Euro oder so verdient und dachte so, krass, man kann wirklich im Internet Geld verdienen. Und ich habe pro Klick immer nur so 4 Cent, manchmal 1 Cent bekommen. Ich hatte echt ordentlich Traffic drauf auf der Seite. Und dann habe ich gesagt, das kann es nicht sein. Du kannst nicht den Traffic mühsam nicht mal einkaufen, sondern du hast die Foren voll gespammt, die haben mich überall gelöscht immer und alles. Das war voll anstrengend. Ich musste 1000 Accounts erstellen und die haben mich überall geblockt. Ich sage, das ist kein Business, so funktioniert das nicht. Und dann habe ich geguckt, mein zweiter Kunde war so Maxdome. Und dann habe ich dann so Affiliate-Marketing entdeckt, habe ich dann so 4 Euro pro Lead bekommen. Auf einmal habe ich 1000 Euro pro Tag verdient in meinem Kinderzimmer. Wow. Wie hat sich das angefühlt? War das für dich dann so voll die Befreiung? Also hattest du da zum ersten Mal nach deinem Schicksalsschlag dann so dieses Gefühl, bam, ich zeig dem Leben, meinem Schicksal, dass es eben nicht so ist? Ja, das war dann so ein Moment, wo ich dann dachte, wow, mein Leben könnte eine ganz andere Richtung jetzt einschlagen, weil du musst verstehen, bei mir war das Gefühl damals, dass ich immer dachte, kein Geld zu haben ist normal. Als ich auch jung war, dass man kein Geld hatte oder so Hartz IV und dass ich immer im Einkaufszentrum, wenn ich einkaufe mit meiner Familie, habe ich immer nie gesagt, ich möchte irgendwie Schokolade oder so haben, weil für mich war so normal, dass man kein Geld hat, dachte ich, dass es früher normal wäre. Und als ich älter geworden bin, habe ich gemerkt, dass es eigentlich nicht normal ist. Und da war so der Moment, wo ich dachte, bin ich in der Lage, mein Leben selbst zu steuern. Ich kann selbst das, was ich mache, hat einen Einfluss auf mein Leben tatsächlich. Das war für mich so ein Moment, wo ich dann auch joggen war. Da habe ich schon angefangen, so wieder leicht zu laufen, immer so jeden Tag ein paar Schritte mehr. Und irgendwann konnte ich dann so 2 Kilometer laufen, 3 Kilometer. Irgendwann bin ich 10 Kilometer auch gelaufen. Und bei diesen Laufen, bis man dann auch als so Geld verdient, habe ich gemerkt, krass, wenn du an dir arbeitest, du kannst laufen, auch wenn es dir schlecht geht. Du kannst dein Business aufbauen. Und dann habe ich diesen Selbstvertrauen entwickelt. Und das war so ein... Das war für mich ganz wichtig und ich habe auch gar kein Geld ausgegeben. Ich war jung, ich hatte auf einmal voll viel Geld, aber ich habe nichts davon, ich habe mir kein Auto gekauft, ich habe 3 Jahre lang niemanden erzählt aus meinem Umfeld, dass ich Unternehmer bin. Ich habe zu Hause weitergelebt, ich habe das für mich behalten, habe nebenbei meinen Stuff gemacht, das war mir überhaupt nicht wichtig. Ich habe einfach was ich gemacht habe, war ein 700 Euro Flachbildschirm, den habe ich immer noch. Das war mein erstes, was ich gekauft habe. Ich wollte weiter mein Unternehmen aufbauen. Ich habe nichts für Scheiße ausgegeben. Ich habe immer noch zu Hause gewohnt und habe dann angefangen, Domain zu kaufen. Habe mich professionalisiert. Irgendwann ging die Partnerschaft mit Maxdome auch zu Ende. Da habe ich auch gemerkt, dass du von 30.000 Euro auf null wieder kommen kannst. Aber ich hatte ja genug Geld. Das heißt, ich hatte keine Probleme. Ich konnte wieder neue Sachen machen. Habe dann heimarbeit.de gekauft. Habe das mit Content, hat dann SEO entdeckt, im Affiliate-Marketing größer gemacht, Direktpartnerschaften, habe dann Online-Marketing entdeckt, da habe ich mit AdWords angefangen, habe dann da richtig viel investiert und Traffic eingekauft, das alles immer weiter größer gemacht, immer wieder neue Firmen. Hast du das die ganze Zeit noch komplett alleine gemacht oder hast du dann MitarbeiterInnen dazu gekriegt? Später ja, also am Anfang war viel alleine und dann später habe ich dann immer Leute dazu geholt, also Texter, Designer und dann habe ich auch ein eigenes Büro das erste Mal gehabt. Und dann wurde das immer professioneller, habe mich immer weiterentwickelt, immer all-in gegangen in diesen Online-Business. Ich habe noch nie irgendwo gearbeitet. Ich war immer seitdem Unternehmer. Ich habe keine Ausbildung, ich habe Studium alle angefangen und meine Studiumerfahrung BWL, ich bin dann hingegangen, ich hatte schon mal ein Unternehmen. Das lief auch in der Zeit richtig gut. Und dann war ich halt da und dachte so, ja, du musst... Wenn du Unternehmer sein willst, musst du doch auch jetzt irgendwie ein Studium haben, das besser zu verstehen, alles, was du da machst. Und dann war ich in den Vorlesungen und dann hatte ich so Recht und Buchhaltung, keine Ahnung, was das alles war. Und dann habe ich gesagt, ich bezahle doch in diesem Moment Leute dafür, die das für mich machen. Ich habe Rechtsanwälte, ich habe Steuerberater, warum soll ich den Scheiß jetzt lernen? Ich brauche das hier gar nicht.
Und dann habe ich gesagt, ciao. Ich bin einfach gar nicht mehr hingegangen. Und dann haben die mich irgendwann exmatrikuliert oder so. Ich darf auch nie wieder BWL studieren, würde ich auch eh nicht machen. Aber das war so meine Studiumerfahrung. Und dann habe ich einfach all in gesagt, ich mache nichts anderes außer digitales Business, Unternehmertum. Habe ganz viele Domains gekauft in der Zeit, habe immer neue Projekte. Beste Browser Games.de gehört mir auch. Das ist auch in USA online, in Polen, in Frankreich. Prag.de ist Deutschlands größte Prag-Seite. Heimarbeit.de ist hat richtig gut funktioniert. Daraus ist auch später dann mein größtes Unternehmen entstanden, empfohlen.de. Kannst du und da vielleicht kurz das Businessmodell für alle ZuhörerInnen erklären? Wieso kauft man solche Domains? Warum hat es so einen großen Vorteil, wenn man eine, sage ich mal, gut klingende, passende Domain zu einem Thema macht? Und würde dieses Geschäftsmodell auch heute so noch funktionieren? Also Domains sind für mich immer wichtig aus zwei Gründen. Einmal Trust. Wenn du so eine Domain hast, die wie Heimarbeit, ist ein ganz anderes Trust, als wenn das Heimarbeit24-online heißt. Das heißt, Leute gehen rauf und denken, oh, das ist legit. Und der andere Faktor ist so ein SEO-Faktor, der jetzt vielleicht nicht mehr ganz so wichtig ist wie früher, aber das Größte ist eigentlich eher so ein Branding. So eine gute klingende Domain hat einen SEO-Effekt, aber hat auch einen Trust auf die Leute. Wenn du auf eine Seite drauf kommst, die heißt einfach Heimarbeit, ist es einfach, die Leute denken, oh, das ist Heimarbeit.de, das ist eine richtige Domain, das ist... Das muss gut sein, jetzt in diesem Fall oder auch bei anderen Sachen, Auto.de, wenn das jetzt Auto24online irgendwas heißt, dann ist es immer irgendwie, hat das immer so einen ekligen Charme. Umso klarer, umso kürzer die Domain ist und so näher am Produkt auch dran ist, umso geiler ist das. Was war die teuerste Domain und was sind da so Marktpreise so für Heimarbeit? Wie viel hast du dafür gezahlt? Das habe ich damals ein Unternehmen abgekauft. Das war auch das ist seit 1998 online. Ich bin mir nicht mehr 100% sicher, vielleicht so zwischen 30.000 Euro oder so habe ich damals gekauft und die habe ich dann richtig mit SEO-Content und es ist richtig stark gewachsen. Auch ich hatte zeitweise 1 Million Besucher im Monat gehabt, das war richtig groß. Und die teuerste Domain, die ich gekauft hatte, war glaube ich singlebörse.de. Die habe ich aber auch verkauft, das war so mein erster kleiner Exit. Ich kann mir das leider auch nicht, vielleicht auch so 40.000 Euro oder 50, irgendwie sowas. Und für wie viel hast du die verkauft? Das Projekt habe ich verkauft für unter 100.000, also wirklich nur so ein kleiner Mini-Exit. Und was war noch teuer? Prag.de war auch teuer, auch 40.000 vielleicht. Also es sind so schon so high, so für deutsche Verhältnisse schon teuer, glaube ich. Also wenn du das jetzt Prag.com oder also die Prag auf Englisch in den USA kaufen willst, kann das auch 200.000 Euro kosten. Aber mein Geschäftsmodell war gar nicht so Domainhandel, sondern ich hatte Domains gekauft, weil ich immer daraus ein Projekt machen wollte. Das heißt, ich habe eher so Domains gekauft, um das dann daraus ein Projekt zu machen. Also ich hatte gar nicht diesen Ansatz vom Handel der Domains. Ich habe auch eigentlich nur einmal wirklich eine Domain verkauft, das war halt singlebörse.de. Und sonst habe ich halt wirklich das genutzt, weil ich damit irgendwas machen wollte. Mildegott auch selbstständig.de und Naturhaar und keine. Ich habe voll viele geile Domains, richtig, richtig geile Domains. Produkttest.de gehört mir auch. Ich habe ganz, ganz coole Domains gekauft, wo man immer irgendwas mit machen kann. Aber eigentlich war der Ansatz immer so, Domains zu kaufen und irgendwas daraus zu machen. Und zum Beispiel die Geschichte, warum dann mein größtes Unternehmen, ich habe auch noch eine Dating-App, Only One. Ich habe immer so viele unterschiedliche Sachen gemacht. Aber das größte Projekt in meinem Leben war dann 2017. Da habe ich dann die Erfahrung gehabt, wie kann ich jetzt ein digitales Business aufbauen? Wie funktioniert das alles? Was für Leute braucht man dazu? Und dann eigentlich aus heimarbeit.de ist dann empfohlen.de entstanden. Also die Domain habe ich auch gekauft, weil ich fand empfohlen.de so eine geile Domain. Und das passt ja eigentlich überhaupt gar nicht zum Thema Geld verdienen. Dazu komme ich gleich, weil ich hatte dann heimarbeit.de, hatte dann so die größten Partnerschaften mit den größten Marktforschungsunternehmen der Welt wirklich. Also das lief sehr, sehr gut für mich. Kannst du da kurz erklären, was diese Domain beinhaltet hat? Also was war das Produkt, wenn ich auf die Webseite draufgegangen bin, was da passiert? Also das... Mich hat damals immer das Thema interessiert, von zu Hause aus Geld verdienen, weil ich ja relativ früh gemerkt habe, dass man von zu Hause aus Geld verdienen kann. Und dann habe ich gesagt, okay, eigentlich müsstest du es mal größer machen, aber auf einen professionellen Weg. Wie kannst du eigentlich den Leuten sozusagen auf so einer Plattform Möglichkeiten, Verdienstmöglichkeiten anbieten? Und dann ist Heimarbeit.de entstanden, also von zu Hause aus Geld verdienen, das bedeutet ja Heimarbeit. Und da habe ich dann diese Domain gekauft, weil ich fand das Thema mega spannend. Das ist schon über 10 Jahre her alles. Keine Ahnung, wie viel, 13 Jahre, ich weiß nicht mehr, über 10 Jahre muss es schon her sein. Und da war das Thema Geld verdienen von zu Hause aus irgendwie noch nicht so seriös. Da gab es noch nicht so viel.
Und da habe ich gesagt, ich mache jetzt so eine Plattform, wo ich alles zum Thema Heimarbeit, Geld verdienen, Minijob, Nebenjob, Nebenverdienst, einfach alles contentmäßig darauf baue. Und da habe ich auch richtig viel Traffic bekommen, auch noch Traffic eingekauft, Facebook-Marketing, Google Ads, einfach alles gemacht. Und dann habe ich gemerkt, okay, eigentlich gibt es ja auch Unternehmen, die die Möglichkeit bieten, dass Leute von zu Hause aus Geld verdienen können. Das sind so Umfragenportale, GfK, Nielsen, also wirklich große, seriöse Umfragenportale, wo man halt von zu Hause aus ein bisschen Geld verdienen kann. Und das sind dann meine Partner geworden. Und dann habe ich sozusagen auf das an diese ganzen Leute, die Interesse daran haben, auf Content-Basis und eingekauft, die waren auf meiner Seite und habe die dann an GfK und Co. halt weiterverkauft und auch relativ gute Preise dafür bekommen, Leadpreise. Und so ist es halt gewachsen. Dann habe ich einmal gemerkt, eigentlich ist Heimarbeit.de jetzt, so ich war so, hatte so eine Monopolstellung. Es gab kein größeres Portal in Deutschland zum Thema Geld verdienen, Nebenverdienste, Nebenjob, Hartz IV, einfach alles zu dieser Thematik. Hatte ich alles, über 5000 Artikel, waren auch gut gerankt und hatten sehr viel Traffic. Dann habe ich gesagt, eigentlich, ich habe dann gemerkt, dass die ganzen Marktforschungsunternehmen von mir abhängig sind in Deutschland. 80% des Traffics kam von mir. Die haben es selbst nicht hinbekommen, eigene Panelisten in online zu generieren. Das kam alles über mich. Und da habe ich mir gedacht, eigentlich musst du den nächsten Schritt jetzt machen. Du musst ein eigenes Portal bauen, wo Leute Geld verdienen. Nicht den Traffic nur verkaufen, sondern den Traffic selber verwerten. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt ein eigenes Portal, wo Leute wirklich von zu Hause aus Geld verdienen können. Und habe gesagt, mit welcher Domain mache ich das? Mit empfohlen.de. Ich dachte, das ist eine starke Brand, da kann man eine geile Brand draus machen. Dann habe ich einen Entwickler dazu geholt, 2017 gestartet und das ging sofort durch Decke. Durch Heimarbeit.de, weil ich so viel Traffic hatte, konnte ich den Traffic auf das Portal schieben und habe sofort hunderte Tausend von Mitgliedern gemacht. Und dann ging das, habe ich mehr Kunden angebordet, es wurde immer größer und dann hatten wir voll schnell Millionen von Mitgliedern. Und so ist es dann immer weiter gewachsen, hatten dann. Mich hat auch immer Facebook inspiriert tatsächlich. Also der Film The Social Network damals, das hat mich so, ich habe gesagt, ich geiler muss Film. Irgendwie, ja, das hat mich richtig geflasht. Ich habe den Film hunderte Mal geguckt. Ich wollte unbedingt eine Plattform, einen Bereich haben, wo ich Mitglieder hatte. Mittlerweile hat empfohlen und das Ganze auch in den USA locker über 10 Millionen Mitglieder. Und dieser Gedanke, eine eigene Plattform zu haben, wo man Leute raufbekommt, die sich registrieren, das hat mich so begeistert. Ich wollte das unbedingt haben. Deswegen habe ich das auch noch gemacht, weil ich wollte unbedingt, dass ich so eine richtige Plattform habe, wo wirklich Leute sich registrieren und wollen Bock haben, irgendwas zu machen. Und daraus ist das dann entstanden. Das wurde dann immer größer. Ich habe dann mehr Leute eingestellt, richtig krasse Entwickler auch und habe dann auch die Prozesse gelernt. CTO, CEO, du kennst das ja alles. Das lernt man dann ja auch alles in dem Prozess. Wie viele Leute wart ihr dann ungefähr? Also wir waren in über 20 Leute dann 2020 oder so, sind dann immer weiter gewachsen und das wurde halt alles immer größer, schickeres Büro, mehr Leute dazu, mehr Prozesse. Und ist so ein Business profitabel? Ja, sehr profitabel war das für uns, weil wir halt auch Marktführer waren, haben das sehr gut ausgebaut, haben gute Partnerschaften geschlossen, waren im Marketing sehr stark, haben das sehr, sehr gut gemacht. Aber der größte Durchbruch eigentlich, wo das dann nochmal in eine richtig andere Sphäre gegangen ist, war halt dann, als ich einen Merger mit einer Agentur gemacht habe, mit Exmox, da haben wir fusioniert und dann hatten wir die Plattform mit Millionen Mitgliedern und die hatten die ganzen Kunden aus dem Gaming-Bereich, weil das halt schwer ist, so ein Netzwerk aufzubauen und dann konnten wir die alle bei uns onboarden und dann ging das halt richtig steil so, konnten wir noch mehr Nutzer akquirieren, hatten noch mehr Geld zum Wachsen, haben dann auch weitere Länder gelauncht, die USA und dann USA ist einfach ein Riesenmarkt. Habt ihr das alles unter der gleichen Domain gemacht oder weil empfohlen? Ja, also genau, empfohlen.de war es nur für Deutschland, Österreich und Schweiz und wir haben Tester-Up ist die US-Version, sind jetzt auch in Kanada und UK online und bei diesem großen Wachstum dann wirklich, den wir dann hatten, sind halt auch Unternehmer vom aufmerksam geworden, so ein Ionic, die es interessant fanden, was sie machen und haben dann letztes Jahr einen riesen Exit hingelegt, sind immer noch an Bord alle. Und haben noch eine Rückbeteiligung an die Ionic selber. Und das ist sozusagen dieser kurze Durchlauf, was so alles passiert. Es sind noch viele andere Sachen passiert. Ich habe später auch noch einen Herzschrittmacher bekommen, Herzstillstand ganz kurz und solche Sachen. Alles so, die da auch noch passiert sind, so aus meiner Lebensgeschichte. Aber das sind so dieser kurze Werdegang, was da so abging. Ich habe auch, ich war so digitaler Nomade, da gab es diesen Begriff alles noch gar nicht. Da habe ich noch wirklich mit meinem PC irgendwo in Australien Sachen gemacht. Das war diese wilde Zeit, sage ich mal, wo es noch nicht so professionell war alles. Ja,
Wahnsinnsgeschichte. Natürlich würde ich jetzt gerne noch mal ein bisschen detaillierter zu ein paar Sachen reingehen. Du hast es schon angesprochen, eben, ja, so nebenbei mal einen Exit gemacht. Um ein Gefühl dafür zu bekommen, du hast in einem Podcast letztens gesagt, ihr habt euch darauf geeinigt zu sagen, ja, der Exit war 100 Millionen, es waren aber sogar noch mehr. Was kannst du dazu sagen? Ja, also der Exit war fast 100 Millionen, das ist das, worauf wir uns geeinigt haben, was wir kommunizieren dürfen auch. Aber ist natürlich eine Riesensumme, ist crazy, aber ja, also du musst, also bei uns war das so, als wir das dann unterschrieben haben, in auch wieder so Hollywood-mäßig in Frankfurt, in so einem hohen Gebäude, alles aus Glas mit ganz vielen Leuten. Und als wir das dann gemacht haben und dann das auch alles unterschrieben war, das war so, oh, crazy. Aber danach sind wir dann rausgegangen, haben noch kurz was getrunken, was gegessen, und am nächsten Tag haben wir sofort weitergearbeitet. Also eigentlich hat sich in meinem Leben danach gar nicht so viel geändert, außer dass ich jetzt das allererste Mal in meinem Leben so ein bisschen Sicherheit habe, weil ich immer so all in gegangen bin. Und, aber ansonsten hat sich eigentlich gefühlt nicht so viel verändert. Ich bin auch in der gleichen Wohnung geblieben, ich bin nicht mal umgezogen bis jetzt. Also ich habe jetzt meinen Lebensstandard nicht extrem verbessert, sondern eigentlich bei den alten Sachen geblieben, weil ich ja davor eigentlich auch immer relativ gut verdient habe. Aber ich bin erstmal so zufrieden gewesen die ganze Zeit. Ich musste jetzt nicht mir eine Insel oder keine Ahnung, irgendwie, ich hatte alles, was ich haben wollte, hatte ich schon vorher eigentlich für mich so gemacht. Ich habe jetzt nur mehr Sicherheit, ich kann mich jetzt in anderen Unternehmen beteiligen, kann jetzt mal die andere Seite sehen. Das hat sich dann natürlich verändert. Und jetzt kann ich auch mal sagen, okay, jetzt bin ich 34, ich habe nicht mehr diesen großen Drang, dass ich jetzt unbedingt wieder irgendwas Fettes aufbauen muss, weil ich habe es jetzt schon einmal gemacht. Das alles, was ich jetzt mache, muss vom Herzen auch kommen, die nächsten Sachen. Super spannend. Würdest du sagen, dass es, wir sind ja vor allem ein E-Commerce-Podcast, also hier die ZuhörerInnen sind ganz viele Leute, die im E-Commerce verschiedenste Sachen machen. Parallel habe ich mal gegoogelt nach der Domain socken.de. Glaubst du, weil du als Domain-Experte, glaubst du, es wäre sehr sinnvoll, dass wir jetzt eine Domain wie socken.de oder unterhosen.de kaufen und die weiterleiten? Oder wie würdest du sagen, kann man das Geschäftsmodell, das du gemacht hast und damit einen 100 Millionen Euro Exit hingelegt hast, wie kann man das für ja, E-Commerce interpretieren? Was kann man, glaubst du, lernen und adaptieren als jetzt Verkäufer auf Amazon oder im eigenen Online-Shop? Also was ihr gemacht habt, war komplett richtig, oder was du gemacht hast. Bei socken.de würde man denken, man kommt drauf und hast so unterschiedliche Sockenfirmen. Da kannst du von keine Ahnung, von irgendwelchen, ich kenne die ganzen Sockenfirmen nicht, aber jedes Unternehmen oder jede Marke hat ja meistens auch Socken. Man würde jetzt denken, Tommy Hilfiger Socken sind da und Vergleichsseite, aber ihr habt mit Snox eine Marke geschaffen. Das heißt, wenn du jetzt so eine Marke schaffst, ist das viel wertvoller, als wenn du einfach so eine socken.de Seite kaufst. Und dann, das ist keine Marke in dem Sinne. Das heißt, Snox ist einfach eine Marke und das ist viel wertvoller als einfach socken.de. Also ich würde gar nicht empfehlen, das zu machen tatsächlich bei euch. Glaubst du aber, es wäre sinnvoll, socken.de zu kaufen und dann macht man daraus eine Vergleichsseite und lässt sich selber quasi, also wir sind der Inhaber mit einer separaten Firma, lassen aber unseren zum Beispiel Testsieger oder sowas darstellen und sagen, hier Snox sind die allerbesten und so schicken wir uns selber den Traffic zu, denn ich weiß, es gibt verschiedene, ich sag mal Branchen im E-Commerce, wo das gang und gäbe ist, wo, sage ich mal, Drittfirmen irgendwelche Vergleichsportale haben, um sich selber immer als Gewinner darstellen, um genau so, sage ich mal, SEO und diese, ich sag mal, Magie rund um Domain möglichst gut zu nutzen. Das kann ein Teil einer Strategie sein von Leuten, die einfach schnell Geld verdienen wollen. Aber wenn man langfristig eine Marke aufbaut, schadet das erstmal. Wenn das Leute rausfinden, dass ihr jetzt solche Sachen macht, sagen wir jetzt mal bei Snox zum Beispiel, und ihr solche Vergleichsportale erstellt, wo ihr immer der Testsieger seid, jemand bekommt das mal raus, dann könnte das Image der Marke schaden. Für Leute, die einfach da als Reseller einfach nur Kohle machen wollen im Internet, dann ist das eine Strategie, aber die wollen auch keine Marke aufbauen in dem Sinne, sondern die wollen einfach Kohle machen, die bauen solche Portale, machen da ein bisschen AdWords drauf, sind oben immer Platz 1 und die anderen haben eine Bewertung von 3 und dann nutzen die es als Verkaufskanal. Aber es ist nicht eine gute Strategie fürs Branding, würde ich sagen. Es ist nicht nachhaltig. Wenn man heute nochmal neu im Internet anfangen würde, Geld zu verdienen, du bist ja jetzt schon länger dabei, ich war selber gestern Gast in einem Podcast und dann wurde gefragt, hey, heute nochmal bei Null starten, was würde ich machen? Ich, sage ich mal, komme ja aus der E-Commerce-Welt, ich habe gesagt, ich glaube, aktuell kann man richtig gutes Geld verdienen, wenn man so aus Podcasts, aus Long-Term-Video kurze Videoclips draus macht und das als Dienstleistung verkauft.
Wie wäre deine Antwort auf die Frage, heute starten mit null, sag ich mal, man hat jetzt einen Schicksalsschlag oder macht jetzt gerade Realschule fertig, ähnliche Story, die du, was würdest du machen? Kann man heute noch dieses Domain-Game machen? Siehst du andere junge Leute, die bessere Geschäftsmodelle haben? Wie ist dein Blick auf die Dinge? Also man kann mit Sicherheit immer noch die Dinge machen. Es ist, glaube ich, schwerer geworden als damals, weil viel Konkurrenz, und wenn Konkurrenz da ist, ist sie meistens auch stärker, und Internet, jeder weiß, dass man im Internet Geld verdienen kann. Das heißt, auch in vielen Bereichen sind mittlerweile große Unternehmen unterwegs. Es ist schwerer, aber alles ist möglich. Was ich machen würde, ist schwer, weil ich würde immer irgendwas finden, aber momentan suche ich nach nichts. Das ist das Ding. Das heißt, ich bin ja versorgt, ich bin ja noch beteiligt an einem Unternehmen, mit dem ich arbeite. Das heißt, ich gucke mich gerade nicht nach links, nach rechts um. Andere würden wahrscheinlich sagen, AI und Co. Keine Ahnung, weil AI ist nicht für jeder, das ist nicht so ein einfaches Ding. Das ist ein Hype-Thema, und damit sich zu beschäftigen, musst du auch ein bisschen was davon können. Deswegen, diese Frage ist für mich schwer. Für mich ist eigentlich eher wichtig, würde ich jedem sagen, egal was du machen willst, mach es einfach. Unabhängig. Nicht gucken, dass irgendwelche Leute dir irgendwelche Tipps geben, sondern wenn du hast eine Idee, du findest irgendwas geil, dann mach es einfach. Test es einfach. Keine Ahnung, vielleicht funktioniert es nicht. Egal, du kannst einfach alles machen. Und ich sag dir auch eins, es gibt so viele junge Leute da draußen, 19, 18 Jahre alt oder so, die verdienen mit Affiliate-Marketing oder irgendwas von zu Hause mehr als ein Arzt. Das weißt du selber auch. Die verdienen einfach, die machen hier 30.000 Euro auf entspannt, sind irgendwo in Dubai, chillen die ganze Zeit, und die haben einfach verstanden, dass man so einfach gut Geld verdienen kann. Es ist zwar kein richtiges Business in dem Sinn mit vielen Mitarbeitern, aber die verdienen einfach von überall, sind in Bali, verkaufen irgendwie bei Amazon irgendwas und machen einfach richtig viel Kohle. Das geht immer. Aber du musst einfach dich darauf fokussieren und genau gucken, was geht. Du musst am Ball bleiben, du kannst alles machen. Aber dieses, wie ich damals angefangen habe mit so Domains und alles, es ist einfach viel weg schon. Also es gibt nichts Großes mehr. Jeder weiß, dass Domains einen gewissen Wert haben. Das ist alles schon weg. Was war das Verrückteste, was du gehört, gesehen hast, wo eine Person im Internet Geld verdient hat? Bei mir persönlich, ich habe einen Freund aus der Schulzeit, ja, Bekannten würde ich sagen, der ist Manager für OnlyFans-Models. Also der baut quasi, der scoutet auf Instagram Leute, wo er sagt, ey, die haben Potenzial, und erklärt denen, hey, ich bring dir Kunden, ich zeig dir OnlyFans, ich mach die Bilder, und der macht damit auch wahnsinnig viel Gewinn, Umsatz, wie auch immer. Ey, man muss selber wissen, ob man das moralisch macht oder nicht. Aber das würde ich sagen, so selber ist es eine der verrücktesten Sachen, die ich gesehen habe in meinem Umfeld, wo ich gesagt habe, ey, dass man damit so viel Geld verdienen kann, hätte ich nicht gedacht. Hast du da irgendwelche verrückten Leute als digitaler Nomade kennengelernt? Schwer, weil viele Sachen, die Leute gemacht haben, die gut waren, die habe ich auch verstanden. Das war jetzt nicht so, wo ich jetzt so gedacht habe, krass, sondern es ist echt nicht schwer, habe ich, glaube ich, es noch nicht erlebt, wo ich sage, wow, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Hatte ich sowas, OnlyFans kann ich mir gut vorstellen, dass damit Leute richtig viel Geld verdienen, das weiß ich auch. Da gibt es so viele Mädels auch, die damit Millionen machen, klar, aber sonst ist echt schwer, sowas erinnere ich mich jetzt gerade nicht dran. Du hast das Thema AI eben schon angesprochen. Glaubst du, das wird das ganze, sage ich mal, Geschäftsmodell, in dem du unterwegs bist, nach wie vor den Domainhandel komplett, sage ich mal, revolutionieren? Wieso? Weil es gibt ja gewisse Thesen, dass in 3, 4, 5 Jahren man vielleicht gar nicht mehr auf Domains geht oder auf Google und, sage ich mal, SEO macht, sondern es wird so aussehen, dass man bei ChatGPT oder bei Google, bei Bard dann Sachen eingibt, und dann ist es vielleicht gar nicht mehr wichtig, eine Domain zu haben, sondern dass man als Firma, sage ich mal, der Output, wenn jemand bei ChatGPT eingibt, was ist Snox, dass das möglichst gut ist. Oder wenn man bei ChatGPT eingibt, was sind die besten Socken, dass dann Snox kommt. Glaubst du, das wird diese ganze Domain-Industriebranche komplett auf den Kopf drehen, oder ist es einfach ein Overhype? Er ist ein Overhype. Ich hatte in dem Moment, wo alle das gesagt haben und als die Google-Aktie gefallen ist, habe ich dann ordentlich Google-Aktien gekauft, weil ich gesagt habe, das ist Bullshit erstmal. Auch das Bing und so den Marktanteile wegnehmen, ist auch überhaupt nicht passiert. Das heißt, es zeichnet sich auch ab, dass es einfach nicht so ist. Diese,
dieser Glaube, dass die Leute jetzt anfangen, nur noch Bing und ChatGPT zu nutzen, um irgendwelche Sachen zu finden, so wird ChatGPT gar nicht genutzt. Die meisten nutzen das, um irgendwie, mach mir mal einen Vertrag, ein Pipapo, bau mir mal irgendwas oder schreib mir meine Hausaufgaben, wo wird das aktuell genutzt? Aber die meisten Leute, wenn sie Google suchen, dann wollen sie wissen, wo ist das nächste Restaurant, wo kann ich Produkte kaufen, die wollen vergleichen, die das angucken, die wollen nicht einfach nur ausgespuckt haben, ein Ergebnis und das ist jetzt so. Du hast gar keine Möglichkeit, nicht irgendwie anders rumzugucken. Wenn du jetzt Google nutzt und du guckst nach irgendeinem Produkt, dann möchtest du vielleicht auch vergleichen, andere Seite anschauen. Das hast du halt bei ChatGPT. Das gibt dir einfach eine Antwort und du musst aber das nehmen, wie es ist. Und das hat sich auch überhaupt gar nicht gezeigt, dass Bing jetzt großen Zuwachs bekommen hat in den Suchanfragen. Ist einfach nicht passiert. Und ich habe auch da von Anfang an gesagt, als das alles aufploppte, habe ich gesagt, Google ist auf gar keinen Fall tot. Die sind sogar noch gewachsen in den nächsten letzten Quartalzahlen. Hat sich überhaupt nicht abgebildet, dass Google hier Marktanteile verliert. Weil es, die Menschen nutzen ChatGPT nicht so, wie die meisten Leute denken, dass sich das jetzt entwickelt. Das passiert einfach nicht. Das ist immer ganz oft, dass Leute dann so einen Blickwinkel darauf entwickeln, dass Leute jetzt auf einmal, weil es das gibt, dass die auf einmal Google nicht mehr nutzen. Das wird einfach so nicht passieren. Google wird immer bleiben. Tatsächlich, also ich stimme dir voll zu. Man sieht ja auch, wenn man jetzt Google Trends anschaut, dass die Nachfrage nach ChatGPT weltweit, aber vor allem auch in Deutschland schon krass nach unten geht. Wo ich tatsächlich so einen Ticken widersprechen muss. Bei uns, in unserem Fall, geht tatsächlich Bing vom Suchvolumen und Anteil im Vergleich zu Google deutlich nach oben. Also die Anfragen nach Snox, aber auch generische Keywords wie Socken kaufen etc. haben sich mehr als 50% erhöht, bei manchen sogar verdoppelt. Es ist immer noch 90 bis 95% Google und 5 bis 10% Bing. Nichtsdestotrotz waren wir überrascht, wie sich das kurzzeitig zumindest Bing erhöht hat. Aber da hast du gesagt, seht ihr gar keinerlei Impact bei euren Firmen? Also wir haben Bing und Yahoo auch genutzt, aber Google ist aber der größte Traffic-Lieferant. Also da passiert jetzt nicht so viel. Also so ähnlich wie bei euch. Spannend. Siehst du noch weitere Geschäftsmodelle, in denen du irgendwie aktiv warst, wo du sagst, ey, da lohnt sich es jetzt noch weiter reinzugehen. Du hast ja einen großen Blick auf die ganze Digitalbranche. Du hast ja mit empfohlen.de kann man im Internet Geld verdienen. Gibt es Leute, die Vollzeit quasi nur Umfragen teilnehmen etc., weil das wirklich auch ein Geschäftsmodell ist? In den USA gibt es, glaube ich, Leute, die sich auf mehrere solchen Plattformen anmelden und dann auch, keine Ahnung, ein bisschen, also schon davon leben können. Aber es ist ein Nebenverdienst. Also man kann jetzt nicht sagen, ich arbeite jetzt nicht mehr, es ist einfach nur nebenbei, machst du ein paar hundert Euro im Monat, aber das ersetzt keinen Fulltime-Job. Also du kannst das nicht so lange machen, dass du sagst, das ist jetzt, ich lebe nur noch davon. Du hast gesagt, du hast jetzt ein paar Millionen, hast du, sage ich mal, auf deinem privaten Konto und du verwendest es unter anderem auch dafür, in andere Unternehmen und UnternehmerInnen zu investieren. Wie ist da dein Blick drauf? Also schaust du auch, dass du in etwas investierst, wo du selber, sage ich mal, eine Expertise hast und dann strategisch helfen kannst? Oder willst du einfach junge, wilde Leute supporten, unterstützen? Wie ist da deine Investmentstrategie? Und ich weiß auch, dass hier viele ZuhörerInnen einfach wahnsinnige Geschäfte aufgebaut haben. Können die sich bei dir melden? Ja, die können sich auf jeden Fall bei mir melden. Dafür nutze ich ja auch diese Podcasts und alles und gehe nach draußen auch als Venture-Investor. Ich habe jetzt auch schon zwei Investments getätigt. Einmal Vivalix, das ist ein die optimierenden Organtransport, was ich mega spannend finde. Mein erstes Biotech-Investment, das läuft auch relativ gut alles. Und Recoupling ist eine Paarberatungs-App. Das heißt, ich versuche, in etwas zu investieren, wo ich nicht immer 100% alles verstehen muss. Also ich bin jetzt auch kein Biotechniker, aber wenn ich sehe, dass was die machen, einen Impact hat, dass es sinnvoll ist, dass man solche Sachen baut, dann investiere ich. Ich habe auch hunderte Pitch-Decks, ich bin sehr picky bekommen, wo ich einfach sage, das Geschäftsmodell ergibt für mich einfach keinen Sinn oder ich sehe keinen großen Mehrwert dahinter. Also ich gucke wirklich aus der Unternehmerbrille, würde ich das selber nutzen können, haben andere davon einen Vorteil, nur dann investiere ich. Also ich gucke wirklich, es muss nicht immer sein, dass es unbedingt aus dem Tech-Bereich kommt. Wenn ich jetzt irgendwie eine krasse Idee für irgendein auch ein Produkt sehe, was man irgendwie, keine Ahnung, Protein, was weiß ich, irgendwas, wo ich aber merke, es gibt Sinn, das kann Leuten einen Mehrwert bringen, dann investiere ich da drin. Also darauf gucke ich immer. Aber am liebsten natürlich eher eigentlich im Tech-Bereich. Okay, wo kann man dir am besten schreiben? Auf LinkedIn oder eine E-Mail-Adresse? Auf LinkedIn. Genau, auf LinkedIn einfach, das machen auch ganz viele, dann können die mir gerne ihr Pitch-Deck schicken und dann gucke ich mir das gerne an. Also LinkedIn ist eigentlich der beste Kanal für mich. Da bin ich auch immer erreichbar. Geil. Wir packen es auch in die Shownotes auf jeden Fall.
Ja. Letzter Themenbereich, mit dem ich gerne noch mit dir sprechen würde. Du warst ja viele Jahre unterm Radar, obwohl du, sag ich mal, auch schon die Möglichkeiten gehabt hättest, sag ich mal, in die Öffentlichkeit zu gehen. Du hast irgendwie eine wahnsinnige Geschichte. Trotzdem hast du dich dafür entschieden, erstmal so unterm Radar zu bleiben. Jetzt aber hat sich das Blatt so ein bisschen gewendet und du hast schon erzählt, verlauten lassen, du gehst jetzt in Podcast und gehst immer mehr raus. Wie kam es dazu, dass du erst, sag ich mal, so inkognito, nenne ich es mal, gewesen bist und jetzt rausgehst, lautstark werden willst? Wie kam es dazu? Also erstmal wollte ich das am Anfang alles nicht. Ich habe immer alles mein eigenes Ding gemacht. Ich war auch nicht der große Netzwerker, habe LinkedIn auch nicht so viel genutzt. Aber ich habe irgendwann festgestellt, jetzt nach dem Exit auch, ich möchte in Startups investieren, aber mich kennt überhaupt gar keiner, weil mir das vorher gar nicht so wichtig war. Ich bin auch keine Person, die gerne auf so Bühnen ist oder Speaker. Das ist nicht so mein Ding. Das heißt, solche Sachen, wenn ich so Angebote bekomme, lehne ich das immer ab, weil ich mag das einfach nicht. Ist nicht so mein Ding, aber ich habe für mich jetzt entschieden, eigentlich muss ich das jetzt mal nutzen, meine Story, was alles passiert ist, weil ich weiß dadurch, meine Freunde und alle sagen mal, das ist so eine krasse Story, die muss das mal irgendwie erzählen. Und dann habe ich gesagt, okay, eigentlich muss ich das jetzt mal für mich nutzen, wenigstens, dass ich da aus dieser ganzen Krankheitsgeschichte irgendeinen Nutzen mal rausziehen kann, weil meine Geschichte ja so ungewöhnlich ist. Habe ich gesagt, okay, dann kann ich ja damit mal so ein bisschen in die Öffentlichkeit gehen, so ein bisschen, wie nennt man das so, Personenbranding, Personal Branding zu machen. Dass ich dann einfach mal meine Story erzähle und ich habe auch festgestellt, dass es nicht nur wichtig ist für mich, um zu investieren und tolle Unternehmen kennenzulernen und auch Kontakte zu knüpfen. Ich habe sehr viele coole Leute auch kennengelernt, sondern dass ich dann jetzt auch festgestellt habe, dass ich sehr, sehr viele Menschen motiviere, die auch, die schreiben mir, die haben gerade eine schwere Phase, die wissen nicht weiter, denen geht es gesundheitlich nicht gut und die schreiben mir dann auch. Ich habe auch Briefe bekommen, auch als ich in Abendblatt war. Das heißt, solche Sachen habe ich gemerkt, dass das meine Geschichte Leute motiviert, weiterzumachen, nicht aufzugeben, stark zu bleiben. Und das war so ein Effekt, den ich gar nicht gewusst hatte, wie Leute meine Geschichte inspirieren kann. Das war dann auch so ein schöner Side-Effekt, dass ich dann Leuten wirklich, dass sie sich dann einfach motiviert waren von dieser Geschichte, dass sie dann das als Vorbild genommen haben. Das habe ich dann erst später festgestellt. Mega. Manuel, du hast mich auf jeden Fall sehr stark inspiriert. Ich finde es krass, zum einen zu sehen, wie du dich natürlich aus diesem Schicksalsschlag rausgekämpft hast, aber vor allem auch, wie du über Jahre hinweg, sage ich mal, ein Geschäftsmodell perfektioniert hast. Also du hast irgendwie von klein angefangen, Domains, und bist aber dort geblieben, weil was ich beobachte, und da muss ich mir auch an die eigene Nase fassen, man wird in einem Geschäftsmodell vielleicht richtig gut, wie bei uns Amazon FBA, und dann versuchst du aber schnell links und rechts andere Sachen zu machen. Und das finde ich bei dir super inspirierend, dass du, sag ich mal, vereinfacht gesagt, bei diesem Domain, Handel, Perfektionierung geblieben bist und das einfach immer größer und größer gedacht hast und vertikal integriert hast. Also die Umfragen dann nicht nur den Traffic weiterverkauft, sondern ein eigenes Modell gemacht, gemerchert. Also wahnsinnige Story, die auch jetzt als Zwischenstand einen mega Happy End hatte. Natürlich mit deinem wahnsinnigen Exit, der dir von Herzen gegönnt ist. Wirklich Wahnsinn. Jetzt letzte Worte gerne nochmal zu dir. Du hast schon gesagt, LinkedIn kann man dich finden. Wir packen das natürlich in die Shownotes. Aber liegt dir noch was auf dem Herzen, was du zum Ende loswerden möchtest? Ich bin noch Botschafter von der Herzretterinitiative. Also auch gerade Leute, wie man jetzt jemanden selbst wiederbeleben kann, wenn er jetzt einen Herzanfall hat oder auf der Straße umkippt. Also da würde ich mich natürlich freuen, wenn Leute für die Herzretterinitiative noch spenden oder sich das mal anschauen, auch für Unternehmen. Wir gucken ja ganz viele Unternehmen auch zu. Die haben auch so eine Schulung, wo die dann kommen und einfach in den Unternehmen Leuten erklären, wie man halt eine Wiederbelebung machen kann. Das heißt, man muss halt nicht, wie man das denkt, immer die Leute halt in den Mund pusten und Sauerstoff geben. Das ist eigentlich gar nicht mehr so wichtig, sondern du musst einfach kontinuierlich das Herz pumpen, bis zu 20 Minuten, bis halt der Arzt kommt. Und damit kann man einfach den Menschen das Leben retten. Also nach einer kurzen Zeit fängt das schon an, dass jede Minute 10%, glaube ich, von dem Gehirn abstirbt, wenn das keinen Sauerstoff versorgt hat. Und wenn du kontinuierlich auf das Herz pumpst und drückst, kannst du halt auch auf der Straße einfach das Leben retten. Weil wenn der Arzt zu spät kommt, dann stirbt er oder ist einfach, die Personen sind einfach dann wirklich sehr schwer behindert. Und da habe ich halt durch meine Herzgeschichte halt gemerkt, wenn man schon schnell handeln kann. Ich habe zum Glück meinen Herzinfarkt im Krankenhaus bekommen, deswegen habe ich Glück gehabt, aber so Erstrettung, das finde ich ganz gut, das würde ich immer gern so nochmal mitnehmen. Spenden oder halt so eine Schulung machen fürs Unternehmen, Herzretterinitiative. Wow, auch das packen wir in die Shownotes.
Vielen Dank, Manuel. Was ein Abschluss, was ein Podcast. Es hat mir unglaublich viel Freude bereitet. Ganz, ganz viel Erfolg für die Zukunft. Danke. Bis dann. Ciao. Ciao.